Что такое? Товарищ генерал, немецкая делегация прибыла. Что, уже? Они в прихожей. Товарищ полковник, я не знаю. Пусть господа немного подождут. Dann ist die 9. Armee verloren. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. So behaupten Sie, ein Angriff sei unwahrscheinlich. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war Befehl! Wie Stalin! Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы. Allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Die Logik der Frau. So sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich in den nächsten Szenen, die ich habe. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich in den nächsten Szenen, die ich habe. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein Windflammer, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja.